Hi, hi, da sind wir wieder. Let's Play Unturned mit Sebastian. Hi. Und in der letzten Folge habe ich hier so ein bisschen Lebensmittel rausgekramt. Ich werde dir jetzt mal so ein bisschen was droppen hier. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Militärgelände, ne, für Dynamit und einem GPS-Gerät. Jo. Ach so, und natürlich dein Kokossaft. Oh ja, geil. Das habe Geiler ich ja Kokos. versprochen, das ziehe ich auch durch, so. Vielen Dank. Fahren wir mit deinem oder mit meinem? Ich würde sagen mit meinem, weil da Kisten drin sind. Das ist schon ganz praktisch. Steigen Sie ein, Sir. Können wir jetzt auch beide vorne sitzen? Eigentlich schon, ne? Ja, doch, sieht so aus. Ja, das müsste mittlerweile gehen. Steigen wir ein. Das werden wir gleich ausprobieren. Ja, warte. Ich muss mal eben so ein bisschen. Oh, Robin spielt sich noch am Hosenstall rum. Warte mal, nee, ich wollte hier. Der guckt doch immer nach unten und fummelt sich an der Hose rum. Ich weiß gar nicht, was der da immer macht. Dein Was meinst Figürchen. du? Dein Figürchen, wenn du im Ach Inventar so, bist. ja, genau, ich gehe Guckt ins der immer, Inventar. der guckt immer nach unten und fummelt sich an der Hose rum. Und du denkst, okay, alles klar. Ach Jetzt ja, geht okay. los. Dann, ja, der ist immer schwer beschäftigt da unten. So. Hast du Tape? Bei der Apokalypse hat man viel Zeit dafür. Nö. Ich bin an ganz viel Tape vorbeigelaufen, wenn das zählt. Ja, warte, dann mache ich mir mal eben kurz Tape. Tape. So. Und Tape. dann wollte ich mir mal eben selber so ein Fernglas craften hier. Nice. Oh, kann man sich eine Dose bauen? Wofür, frage ich mich. Jawohl, man kann sich Dosen bauen. Dann brauche ich jetzt mal ein bisschen Metall. Und dann, Moment, Craft, Dose 1. Wir müssen noch 10 Mega-Zombies killen, Robin. Dann habe ich mein nächstes Achievement. Shit, hat nicht gereicht. 10 Stück. Ja, easy. Machen wir mal eben. Ja, also viel können die ja echt nicht, wenn man sich gut koordiniert. Was ist das denn hier? Dein Po. Oh, wir müssen. Ich kann jetzt Fahrzeuge bauen. Wir müssen uns ein eigenes Fahrzeug bauen, Sebastian. Ja, aber erstmal brauchen wir ein GPS, dass wir auch irgendwohin fahren können. Ja, gut, das stimmt. Weil die ganze Zeit blind fahren, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Weil jetzt guck mal hier auf M. Ja, no chart found. Ich fahre mal nach Seattle. Geil, grob weißt du, wo es die Reise hingeht, aber so Sachen, wichtige Sachen wie Militärbase oder so, später Munition dran zu haben, das findest du nicht mehr. Boah, Landminen kann ich auch bauen. Ich kann dir auch Landminen legen. Pass mal auf, gib mir genug zu essen, dann geht da ganz schnell. Ii. Warte, wo war das noch? Bei Ark war das, ne? Wo man auf Taste, irgendeiner Taste kacken konntest, ne? Ja, richtig. Hihihi. Fett in die Bude geschissen. Und dann vor allen Dingen kullert das dann auch noch so da lang. Du kannst es sogar noch essen, das ist richtig widerlich. Wirklich? Ja, du kannst den Scheiß essen. Du kannst auch Dinosaurier-Scheiße essen. Warum? Keine Ahnung, es macht dich krank und man kann sich vertippen, deswegen haben es die Entwickler anscheinend als lustig empfunden, dass man es essen kann. Ja, gut, ich mein. Bist du jetzt ready? Nee, ich habe immer noch kein Fernglas hier. Wieso das denn nicht? Weil ich immer noch nicht genug Kleber habe. Warum willst du überhaupt ein Fernglas? Weil ich hier. Warte, da. Ja, das ist. Ja, okay. Moment. Ja. Ich will halt ein Visier haben. Brauchst du nicht, Kim und Korn reicht fürs Erste. Du kannst ja eh nicht auf so große Entfernung bekämpfen. Soweit reicht Oh ja. Oder Mann, hast oh du auch eine Mann. Heartbreaker? Ja, ich habe eine Heartbreaker. Ja, ich auch. Also für mich reicht Kim und Korn für 50 Meter. Aber ich mag doch das Visier. Ja, Alter, willst du jetzt echt 10 Minuten das scheiß Visier Nein, dazu okay, kämpfen komm, wir tun fahren. oder willst. Weil.
Oh, ich kann echt vorne sitzen. Ich bin schon cool. Großer. Das Geile ist ja auch, das Ding ist direkt, das Lenkrad ist direkt mit der Wand verschraubt. Ja, da gibt's nicht sowas wie irgendwie Gas und Bremse gibt's bei dem Ding auch nicht. Das fährt einfach mit Willenskraft. Hallo, das fährt Gedankenkontrolle, ja. Das ist Militärtechnologie. Das fährt mit Diesel und Respekt fährt das. Ja. So. Ist die Karre überhaupt eine Militärbasis? Ja, guck mal auf die Map, vielleicht kannst du mir dann sagen. Karre 82%, das sollte reichen. Also ich tippe jetzt einfach mal auf rechts. Ja, rechts und dann links müsste eine sein. Guck mal, hier ist ein Militärzombie, das sieht schon mal gut aus. Da geht's nach Seattle, Robin. Ja. Ja. War das nicht von Seattle aus dann irgendwie nach rechts oder so? Ja, aber von welcher Seite von Seattle? Ja, von dieser. Du hörst sie direkt, wie er schon verzweifelt wieder am Suchen ist, ey. Ja, komm, fahr mal einfach. Fahr mal hier rechts. Wir probieren das jetzt, pass auf. Ja. Was kann schon schief gehen? Du merkst dir den Weg, ne? Stimmt. Gut, gut. Aber doch, hier muss da irgendwo eine rumlungern. Lumlungern? Ja. Ling, ling, ganz viel Spaß und so. Rechts? Was ist hier? Echt? Weiß ich nicht. Boah, nee, doch nicht. Doch, da. Vorverdachtsschild. Ist nicht da hinten? Nee. Wir fahren jetzt auch mal hier, ne? Das ist ganz schön zum Kotzen. Bis zum Ende durch. Da hinten steht so ein Baustellenkran. Ach, dann sind wir am Golfplatz in der Nähe. Hier ist auf jeden Fall so ein Camping-Ding. Nee, das ist nicht richtig hier. Nee, das ist auch nicht. Jawohl, da hebt das Ding erstmal ab, weil es sind schon 10 Tonnen. Ach, guck mal, hier ist der Kohlebagger. Genau, da ist hier links irgendwo. Dann sind wir doch gar nicht mal so weit entfernt. Hier links ist doch die Dingens gewesen, da der Golfclub und da war es doch. Wo willst du denn jetzt hin? Warum hältst du an? Will die Zombies da weglutschen. Warum? Weiß nicht, ist mir nach. So. Guck, jetzt haben wir nämlich so eine Biohazard-Hood. Das ist schon mal gut. Die habe ich auch schon länger. Robin, du lebst in der Zeit zurück. Das ist. Oh, hier ist auch Biohazard. Das ist schlecht. Oh, Alter, wie viel Vergiftung. Oh, shit! Alter, da hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Gut, dass du das sagst. So, jetzt muss ich mir erstmal so ein bisschen Vitamine reinziehen. Okay, ich glaube, ich gebe mir erstmal so ein First Aid Kit. Das bringt ja gar nichts. Ja, geil. Wenn mich jetzt ein Dings auf. Ja, wir haben nur die Hood, aber nicht den Anzug. Das ist das Problem. Wir brauchen auch den Anzug. Wenn mich jetzt. Nee, ich dachte, so ein First Aid Kit halte ich auch vor Toxic-Zeugs. Nee. Dafür brauchst du hier Medikamente. Also, wenn mich jetzt ein Zombie anhaucht, bin ich tot. Hier, Antibiotika, schmeiß ich dir raus. Das müsste helfen. Alter. Und dann hau ich mir so einen Maiskolben rein. Maiskolben macht dagegen was? Nö. Okay. So, jetzt. Aber ich hatte Hunger. Fahr einen großen Bogen drumherum. Sonst bin ich echt tot. Ich habe 31% nur noch. So, hier war unser vorheriges Lager. Aber da schwimme ich doch einfach mal nochmal eine Runde. Ist ganz schön lahmarschig. Ja, da fährt das Ding nur noch halb so schnell plötzlich. Ziemlich traurige Veranstaltung hier. So. Irgendwo hier muss doch eine rumlümmeln. Da jetzt hier geradeaus weiter. Müsste doch eine sein. Möglich, ja. Das war da, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der unteren linken Ecke der Karte. Oder in der oberen linken. Okay. Ne, hier links auf jeden Fall nicht geradeaus weiter. Da ist wieder Seattle. Alter, wo müssen wir jetzt hier hin? Wir müssen auf jeden Fall mal durch die Büsche. Ja, dann fahre ich doch jetzt mal rechts raus. Wollen wir zwischendurch nochmal tanken, dass uns nicht unterwegs die Kacke ausgeht? Ja, immer genug Kacke dabei haben, Leute. Haben wir denn hier Flaschen dabei? Jerrycans? Also ich habe eine links neben mir sitzen. Nein, ich habe 2 Stück. Sehr gut. Eine auf 0%, die andere irgendwie auf 40%. Ja, wie gut die sind, ist ja egal.
Hauptsache, wir haben welche. Müssen wir halt öfter laufen, mein Gott. Ja, wo kommen die denn hier? Oh. Easy, können nix. So. Jawohl, der hat eine Blowtorch gedroppt. Halt mir mal den Rücken frei. Jetzt sind wir voll im Business. Ich betank den mal. Wo ist denn hier einer? Der greift unsere Karre an. Geht's noch? Weg da. Wie viel braucht die noch? Ach so, 84. 100, alles klar, die Karre ist voll. Schweiß die mal kurz, dann können wir los. Jo. Ach, wie gut, dass ich jetzt eine Blowtorch hab. Ach, gut, dass niemand weiß, dass du auf die Karre haust. Ey, boah, Alter. Gut, dass ich eine Blowtorch hab. Zack, das Ding erstmal durch die Wand gedrückt. Ach komm, das ist doch egal, das ist ein Panzer. Was schadet das schon, wenn ich mit der Faust auf den Panzer haue? Ja, aber die Blowtorch kann explodieren, da ist die Blowtorch weg. Die hatte ich ja noch nicht in der Hand. So, wir wollten jetzt rechts rausfahren, ne? Weißt du noch, welches rechts? Ja, dieses. Oh, hier in die Richtung. Boots. Oh, hier ist ein Waffenladen, wollen wir mal reingucken? Nein, da ist schon alles so schnell, spawnt das nicht nach. Okay. Du hast das Ding mit verschoben, kann es sein? Ich weiß nicht wie, aber irgendwie schon, ja. Das sah gefährlich aus, auf jeden Fall. Ich bin der Hulk. Ich hab genießt und das Ding fliegt einfach durch die Gegend. Hier ist ein Hubschrauber dann, der Platz. Warum steht da kein Schubschrauber drauf? Schubschrauber? Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum da keiner steht. Hier rechts müsste doch die Military Base sein, oder? Nee, links. Da geradeaus ist dieser komische Turm und links davon war die Base, das weiß ich noch. Ja, da ist er doch. Wir brauchen auf jeden Fall ein GPS, um diesen Flughafen zu finden. Ja, dann lass da geradeaus mal gucken, weil da haben wir nämlich noch gar nicht geguckt. Boah, der Flughafen, der muss unbedingt, weil da gibt's auf jeden Fall diesen Cargo-Helikopter. Okay, aber scheiß auf jeden Fall, das gibt halt eine Chance, dass der da spawnt. Ja, aber wenn nicht da, wo sonst? Weiß nicht. Och, da läuft der mir vor die Flinte, ich fass das nicht. Wo ist dein Skill geblieben, Junge? Schießen kann jeder. Hier ist ein Peacemaker-Magazin. Aber ich hab doch den Heartbreaker und nicht den Peacemaker. Boah, weißt du, was wir machen? Pass auf. Ich ruckel gerade. Wir nehmen das. Und machen dann. Oh, hier oben ist aber ein Peacemaker. Nice. Nehme ich stattdessen den Peacemaker? Ja, nehmen wir auf, die ist auf jeden Fall cool. So, Bams. Ersten Frontschutz haben wir schon mal in der Karre. Wie, was? Was? Frontschutz? Yep. Oh, die steht noch auf Automatik. Dann machen wir mal hier. Erstmal mal so ein Laser dran hier. Das ist voll Laser. Wie die abgeht. So. Crafting. Hier Stoffe brauche ich auch immer. Stoff. Ich brauche Stoff. So. Ach du Kacke, dein Ernst? Was? Der Einzige, der davon sterben wird, werden wir sein. Achte mal drauf. Macht das Scham, wenn man sich reinsetzt? Nein, aber wenn man sich da vorne vorstellt, um einzusteigen, dann rennt man da rein und dann macht das Schaden. Wer stellt sich denn vorne vor, um reinzusteigen? Ja, also in der letzten Staffel haben wir das häufiger geschafft, dass wir in unseren eigenen Stacheldraht gelaufen sind. Vor allen Dingen kann man, guck mal, wie weit man wegsteht, selbst wenn man direkt da vorne steht. Ab hier kann ich mich schon reinwählen, Robin. Was ist denn los mit dir? Spielst du immer halb verschlafen, sag mal, oder warum kriegst du immer so viel Schaden davon? Ich, vielleicht. Ja, ne? So, aus geht's. Du bist auch nicht immer wach, ja? Das stimmt. Es gibt auch so Zeiten, wo ich auch schlafe, ja klar. Hier lag doch irgendwo ein Peacemaker-Magazin, oder? Hm. Achso, habe ich das schon aufgesammelt? Krass. Das hab ich schon mit. Aber ab zur Station. Okay.
Wo fährst du? Nee, du. Okay. Ich möchte leveln. So. Quicker Reloading, das ist auch geil. Alles klar. Noch 5 Minuten, meinst du, da schaffen wir das? Ja, klar, easy. Guck mal, ist er direkt hier rechts in der Ecke. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Weiß nicht. Das Ding ist irgendwie im Boden hängen geblieben. Vor allen Dingen ist der vordere Teil der Karre jetzt lila. Was? Bei mir nicht. Wieso ist die Karre lila jetzt vorne? Weil die Karre fährt irgendwie so ein bisschen halb im Boden versenkt. Das sieht ein bisschen komisch aus. So. Da kommt so einer. Ja, fahr den platt. Ich weiß doch gar nicht, warum du so nah da dran fährst. Das war ja nicht der Plan. Was denn dann? Ja, das Teil hat einfach hier so einen Bremsweg, ja. Drück mal Space, Robin. Jetzt, genau jetzt. Drück mal Space. Ich fahr den jetzt platt. Jetzt drück mal Space. Ja. Da, guck mal. Ja, ich weiß, dass es die Handbremse gibt, aber das ist langweilig. Nee, warum? Jetzt bist du einfach in die Gefahr gebrettert. Ich will nur ein GPS, der Rest ist mir egal. Ja, guck mal, unsere Rampe steht noch. Ja, wollen wir die klar. Mal wieder mitnehmen? Wofür? Brauchen wir nicht. Ja, können wir zu Hause aufbauen. Das sind fertige Baumaterialien. Ja, aber ist halt die Frage, wofür? Wofür brauchst du nur eine Rampe? Jetzt hast du ja wieder was umgeschmissen. Nee, aber hier die Säulen und den Boden und so. Warum schießt du, Robin? Weil er mich angreift. Ja, schlag doch mal mit dem Messer gleich, dann wieder alles auf einen zu. Die rennen ich auf das. Ich hab kein Messer. Ja, hier liegt ein Messer. Ja, geil. Siehst du, da geht schon wieder los. Ach nee, jetzt geht die Wäsche auf dich. Dann guck, wie du damit klarkommst. Oh, nachladen, nachladen. Wie geil, die mich ignorieren. Alles klar, kannst du mir aus weiterschießen. Juckt mich nicht. So. Easy. Die Spur der Vernichtung zieht er hinter sich her. Jetzt weiß ich auch, warum ich seit 5 Folgen noch immer ein Dreiviertel volles Magazin habe und du Magazine brauchst. Hier liegen überall Messer, Robin. Also wenn du jetzt hier keins krallst, ne? Na, ich will aber keins. Ich habe eine Axt hier zum Axten. Ja, dann hau doch mit der Axt. Du hast mir gerade gesagt, du hast keine Nahkampfwaffe. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe kein Messer. Ja, dann hau doch mal mit der Axt drauf. Wie wär's denn mal damit? Ja, ich bin irgendwie so schnell nicht drauf gekommen, die Waffe zu wechseln. Lass mich. Stattdessen bringst du das ganze Team in Gefahr. Sehr gut, Robin. Du bist auf jeden Fall kein Kommandant. Wieso? Ich hab die Zombies von dir abgelenkt. Das war voll gut. Du hast geschossen, ohne dir über die Konsequenzen bewusst zu sein. Konsequenzen? Konsequenzen, habe ich gesagt. Wie Quäse. Ich habe Konsequenzen gesagt. Fuck you. So, stirb, du Lutscher. So. Das Teil nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen einfach alles mit. Alles. Ich brauche unbedingt Medikamente. Nein, heute nicht. Schlupp. So. Bin auch weg. Ja, jetzt habe ich auch ganz gut was hier auf Tisch. Ja, das ist aber egal. Wir brauchen die eine Sache nur. Okay, der ist mir zu gefährlich, sonst verrecke ich ihn noch an dem. Boah, weißt du was? Ich sehe hier nix. Nix sehe ich hier. Ey, Robin, siehst du eigentlich nix? Nee, so gar nicht. Okay. Ich gehe jetzt diesen Turm hier rauf. Und wieder runter. Dann gucke ich oben raus. Boah, bist du ein harter Hund, ey. Und dann mache ich auch den Screenshot für diese Folge da oben. Ich habe hier Magazine für dich. In dem einen sind 5 Kugeln und in dem anderen 3. Das wird bald die Scheiße. Hey, das eine war sogar ein Avenger-Magazin. Was war das? MG? Muss wohl. Gibt's die Timberwolf eigentlich noch? Ich weiß das nicht. Die war auch nicht geil. Nee, das Avenger muss irgendwie so eine MP gewesen sein. Das ist so ein kleines, langes Magazin. Okay. Achso, ich wollte noch den Screenshot machen. Piu. So. Oh shit. Schmeißt du den Deckel durch die Gegend? Ja. Jawohl. Oh.
Ich bin zu viel gerannt, ich kann nicht mehr springen. Tja. Ach so. So. Das sind gar keine Cloth, das sind so. Oh, hier ist ein Peacemaker-Magazin, jawohl. Okay. Kein GPS? Ne. Warst du in dem Turm hier schon? Ne. Aber warte, ich trinke eben mein Trinkpäckchen und dann gehe ich da rein. Oh, geil. Area 51 from Olympia. Please transfer over whichever files you have regarding the Polyzoal Federation. Signature General Harkin. Date May 21st. So, wir müssen jetzt hier raus, weil die Folge ist vorbei, Sebastian. Ja, müssen ist immer so relativ, ne? So, wir sagen jetzt mal, wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Hey. Dann geht das wieder ab hier bei Unturned. Jetzt, wo wir ja auch schon halbwegs vernünftige Ausrüstung haben. Und ich ein halbes Haus im Inventar. Ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss. Tschüss.